Ja, schau mal einer, guck. Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse, Durchmesser der fünf Größe im Sonnensystem. Bis heute ist es, das einzigste Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut dran... Boah, ich kann nicht mehr lesen, Leute. Es tut mir leid. Ja. Langen Arbeitstag gehabt. Oh, jawoll, miau. Okay, wir sind scheinbar nicht auf der Erde. Mach mal auf. Oder wir kratzen einfach an der Tür. Wir kratzen an der Tür. Wir kratzen an der Tür. Wir mögen die Tür. Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf deinem Notizbuch überein. True. Ja, I see, I see, I see. Da gehen wir hin. Dann gehen wir doch mal rüber. Och, süß. Okay. Da haben wir was. So. Clementine. Da haben wir sie. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, aber der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorher mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. He's scared, man. He's scared. Ja, scheinbar sind die anderen in der Stadtmitte oder die haben es sogar komplett rausgeschafft. Einmal rüberhopsen. Zack. Sonst gibt es hier nichts weiter zu holen. Okidoki. Meh. Wollen wir das mal dem Momo zeigen? Wir haben drei Notizbücher gefunden. Noch eins und wir sind fertig. Wir müssen uns in den verlassenen Wohnungen der Gegend umschauen. Du sollst sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Außenweltler-Logo Ausschau. Okay, gut. Also, dann fehlt uns nur noch eins. Wir haben hier das eine gefunden. Da hinten und da. Außenweltler-Logo. Wo haben wir denn hier noch so ein Logo? Vielleicht bei ihm. Okay, wo ist das Logo? Ah, da. Ich sehe es. Wir müssen einmal darüber. Sorry. Okay, irgendwie. Muss ich dann... wie mache ich denn das? So rüber. Wir müssen irgendwie jetzt hier rein. Belüftungsstromversorgung. Weg damit! Hopp. Aha! Trinken.
Wo ist... Das Notizbuch. Ah, hier. Na? Zack, da haben wir alle. Endlich das letzte Notizbuch. Mhm. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden. Bis auf das, was wir die Zugs nennen. Und Katzen. Scheint fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Aber warum sollten Roboter Angst haben vor kleinen Zecken? In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir Ihnen, was wir gefunden haben. Ob er das jemals gesehen hat? I doubt it! Hopp. Warte mal, müssen wir jetzt hier runter? Wir machen das jetzt einfach. C14. Glaube nicht, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. True. Diese sind zweifelslos verzweifelte Zeiten. Ei. Na, guck mal. Aber, wie gesagt, die Errungenschaften, diese ganzen Erinnerungen, das machen wir wann anders. Wir wollen jetzt erstmal das Spiel genießen. Und zu unseren Freunden zurückkehren. So, was haben wir denn hier? Kann ich mich hier dazulegen? Hi. Sieht sympathisch aus. Mit einer Gitarre. Oh, Gitarre. Ich kann Ihnen jetzt die Notenblätter geben. Komm. Wir treffen dich jetzt. Ich habe aber keine Songs. Ich habe aber was für dich. Geringfügig wichtige Informationen. Okay. Oh, er spielt. Oh, das ist mir ein bisschen zu quietschig. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Toll! Kannst du bitte was anderes spielen? Ich werde gleich üben. Ja, bitte. Ja. What about this? Ah, ist besser. Das ist so schwer zu steuern. Ah! Oh! Geheimnisvolles Passwort des Safes. Untersuchen. Da steht, folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache. Eine Abfolge von Nullen und Einsen. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Ach was. Wäre es schön gewesen. Okay. Kriegen wir hin. Wir kriegen das irgendwie hin.
Irgendwann. Scheinbar nicht jetzt. Was haben wir denn hier drüben noch? Oh, Ball! Ja! Ist das auch Musiker? Der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Alles klar. Das Beste auf dem Markt. Mhm. Super Spiritus Reinigungsmittel. Nimmst du auch ein geheimnisvolles Passwort? Okay. Ich verstehe. Kann ich das nicht einfach... Drei Dosen Energy Drink. Drei Dosen. Ich habe nicht mal eine Dose bisher getrunken. Okay, gut. Ab zu Momo. Hi. Hopp. Speedrun. Und zack. Einmal hier rüber. War denn der nochmal? Über mir, ne? Ja. Uah. Oh, wenn man die Sprit. Oh mein Gott, jetzt kommt. jetzt ist gerade meine Katze reingekommen. Hey, komm her. Sag mal den Leuten Hallo. Hi. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, aber er sitzt gerade hier auf dem Rechner. Hey. Ist klar? Naja. Geht um Katzen. Habe ich gefunden. Ja, ja, da. Der Sendeempfänger kann repariert werden. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Ja! Let's go! Aus wie ein Modem von 19 halt irgendwas. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten auch da draußen sein. Okay? Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Nice. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zugs zu entkommen. Wir haben dich, kleiner Außenwäldler. Bring uns in den Himmel.
Was? Ich kann nicht lesen, ne? Schlimm. Wahnsinn. Ja, ich kann lesen. Also, Bin nur aufgeregt. So, irgendein... Ich soll auf den Kran da hinten? Meint er das? Die Dächer. Lauf, Kleiner! Aber irgendwie funktioniert das Miauen gerade nicht mehr. Ich glaube, meine Taste ist kaputt. Ah, jetzt. Kommen die hier hoch? Sieht wirklich aus wie Zecken, oder? Oh mein... Oh. Oh, der kommt da hoch. Der hat sich voll an meinem Puppe vollgesaugt. Hm. Hopp. Merken. Das voller Neon, das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand den. Was? Regenbogenlampen ein? Neonleuchten im ganzen Haus. Was für Regenbogenlampen? Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Okay, verstehe. Die waren, also hier waren halt auch ein paar Menschen, die, sich wieder rausgekommen sind. What the fuck? Ah, hier rüber. Hopp. Was ist denn hier nur passiert, ey? Wird das nicht auch so? Nee. Zack. Dann stellt sich raus, die Zorg sind die Menschen. Das wollte ich nicht. Kleiner! Okay, warte mal. Wie schmeckt der los? So, zack. Wohin? Dahin. Ich dachte, ich kann die halt einsperren. Also, die andere Seite auch noch zumachen. Aber, naja. Warte mal, wir müssen
keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Das scheint alles so richtig zu sein. Hoffe ich. Runter damit. Das ist so eklig. Irgendwo ein Loch oder so im Zaun, dass ich da durch könnte? Nein, okay. Dann hier hoch. Ah! Oh, ha! Das sind aber viele. Ha, la, 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 la. Oh. Oh. Okay, sie kommen schon. Kommt her, kommt her, kommt her. Oh. Gut. No Death Run, Leute. No Death Run. Okay, wie kriegen wir das hier hin? Ist das ein Käfig da? Nee. Boah, das ist ja jetzt richtig fies. Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist, ich spring runter, wir hacken das Terminal, laufen hier einmal im Kreis und, ja! laufen hier einmal im Kreis und hoffen, dass wir nicht sterben. Oh Gottes Willen. Das hat schon mal funktioniert, das ist gut. Wir laufen weiter, wir laufen weiter, wir laufen weiter. Folgen die mir? Ja, gut, 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 gut. Ah, dann sind sie gefangen. Ah! Oh, das sind noch welche. Oh, das sind noch zwei kleine. Oh mein Gott. Komm, Kleiner, lauf, 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 lauf. Der andere muss auch mitkommen. Au! Nein! Oh! Ich war zu gierig. Ah, ich war zu gierig. Okay, schade, schade, schade. Dann gucken wir mal, was... Wo wir jetzt rauskommen. Okay, hier. Naja. Das geht ja noch. Boah, das ist aber auch fies, ey. Oh. Okay. Arzt. Drei Stück noch. Ja, krass. Na komm, egal. Wir wissen halt nicht, wofür jetzt dieses komische Fass da jetzt ist, was wir damit machen könnten. Macht aber auch nichts. Als sie aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchte sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Ich glaube, ich weiß schon, was passiert ist. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Die Zirks. Ja. I knew it. Okay, aber ich muss scheinbar doch irgendwas hier mit dem...
Es sind zu viele von denen. Das gefällt mir nicht. Ich muss irgendwas mit dem Fast machen. Okay, aber jetzt. Ah, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Ah, la 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 la. Und hoch mit dir. Okay, was jetzt? Sind wir jetzt safe? Jetzt scheinen wir safe zu sein. Okay. Oh. Die Stelle ist gemein. Gucken wir mal. Ah, und damit können wir da hochgehen. Mhm. Alle, ja. Ausgetrickst. Alle ab. Oh, und jetzt? Ah, da oben. Okay. Miau. Wir scheinen also irgendwie richtig zu sein. Das ist... ist gut. Das ist sehr gut. Muss ich jetzt hier runterspringen? Nein. Irgendwas muss ich jetzt hier wieder... Ah, zieh den Hebel. Zack. Ein Fahrstuhl. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Ah. Okay, wir müssen ein bisschen die Dinger hier auf Trab halten. Lauf, 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 kleiner Mann. Mach die Tür auf. Wie komme ich da rein? Ah, die saugen sich an mein Popo. Ja, Bibi, ich weiß. Okay, so. Oh. Dann wollen wir mal einmal den Sender installieren, bitte. Okay, bisher machen wir nur Licht. Soll dein Schutzort sein? Oder Außenwelt? Hm? Sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Sag ich doch. Mei, ja, ja. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Sah aber nicht so aus, als ich angefangen habe. Naja. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Yep.
Mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen.